gefällt haben. Wir sind erst 2002 realisiert worden. Mein Kamerad Kurt Oldenburg und ich, wir beide aus Hamburg, sind desertiert. Wir wurden an der Grenze verhaftet und in Bordeaux zum Tode verurteilt. Wir wurden sowohl bei der Vernehmung als auch in der Todeszelle gefoltert, weil wir unsere französischen Freunde von der Résistance nicht verraten haben. Ich wurde nach 7 Wochen begnadigt auf 12 Jahre Zuchthaus, eben weil mein Vater Beziehung hatte, sonst wäre es gar nicht möglich gewesen. Ich saß aber 10 Monate in der Todeszelle, Tag und Nacht an Händen und Füßen gefesselt. Jeden Morgen früh, wenn die Wachen wechselten, dann dachte ich, holen sie mich raus. Es war so ein Grauen, es verfolgt mich noch heute. Warum sie uns unsere Begnadigung nicht mitgeteilt haben, wir haben mit Rotspaniern, sagten wir, also mit Spaniern, die vor Franke geflüchtet waren, einen Ausbruchversuch unternommen. Das ist gescheitert und darum war es nicht klar, ob ich neu verurteilt werden soll und habe so lange in der Todeszelle sitzen müssen. Diese Rotspanier, es waren ca. 90, es waren Jungs dabei von 10, 11 Jahren. Eines Tages wurden die Angehörigen nach 3 Wochen circa ungefähr aus dem Gefängnis gebracht. Und da sah ich dann von Mütter, die ihre Männer und Kinder in die Arme nahmen und schrien und wollten sie nicht loslassen. Und ich sah Soldaten der Wehrmacht, die sie brutal auseinanderrissen und sie wurden alle umgebracht. Keiner ist bestraft worden. Es ist nicht gesühnt worden, natürlich auch nicht entschädigt worden. In Bordeaux sind mehrere solche Fälle, ich glaube 3 oder 4, 100 Geiseln erschossen worden, ermordet worden. Es ist unglaublich, was da geschehen ist. Wir kamen dann nach SRW ins KZ, dann nach Torgau, das größte deutsche Wehrmachtsgefängnis Torgau an der Elbe. Ungefähr 60.000 Gefangene, Reichskriegsgericht ab 43 dort. Sind ungefähr 1300 erschossen, enthauptet oder erhängt worden. Und es sind viele Tausend, weit über 10.000, sind an den Haftbedingungen umgekommen. Und die das überlebt haben, die kamen dann zu den Strafbataillonen. Und diese Strafbataillone wurden bei Kriegsende nur dort eingesetzt, wo mit der sogenannten verbrannten Erde alles niedergemacht worden war. Ganze Dörfer, Einwohner, dort wurden wir reingeschmissen. Auch von uns. Keiner überlebt. Auch mein Kamerad Kurt nicht. Vernichtungskrieg. 25 Millionen tote Sachsenbürger. Überwiegend Christen. Denn dieser Vernichtungskrieg auch im Westen geführt worden wäre und wenn Gleiches mit Gleichem vergolten worden wäre, dann hätte Deutschland gar nicht überleben können. Und als dann der Krieg zu Ende ging, im Kalten Krieg, da war so, die Sowjetbürger waren wieder unter Menschen geblieben. Diese Wahlplakate von der CDU, sicher kennt ihr die, die damals überall rumhingen. Gut oder schlimm. Mein Kamerad ist verstorben und wir haben gehofft nach dem Krieg, dass unsere Handlungen anerkannt werden würden. Wir wurden aber nur als Feiglinge, als Verräter, als Kriminelle, als Vorbestrafte beschimpft, bedroht. Mich haben sie verprügelt, weil ich mich gemeldet habe. Und wir hatten keine Verbündeten. Und erst 1990 konnten wir unsere Bundesvereinigung gründen. 37 alte Menschen, eine Frau dabei. Fast alle gebrechlich. Man kann ohne Würde nicht leben, als Vorbestrafter und beschimpft und dies alles. Ja gut, und seit dann, das war 1990, kämpfen wir um Rehabilitierung, um Aufhebung der Urteile, um unsere späte Würde. Wir sind im Parlament, in den Ausschüssen und auch im Plenum immer wieder gescheitert. Begründet wurde es immer von der CDU, CSU und auch anderen FDP.